Hi, willkommen hier zurück im Keller. Ja, das Wetter spielt so langsam mit. Die Temperaturen lassen es wieder zu, dass wir hier unten drehen können. Ich habe gerade noch geguckt, aktuell 28 Grad hier im Keller. Aber man kann es aushalten. Draußen ist ein bisschen Unwetter mit Gewitter, Regen. Also es kühlt sich so langsam ab und ja, man kann es hier langsam aushalten. So wie ihr es schon im Vorschaubild gesehen habt und in der Videobeschreibung, geht es heute einmal um den Wackel. Man kann den Wackel ja mit verschiedenen Möglichkeiten erzeugen und wir wollen es heute mal mit diesen Wackelschrauben machen, die wir ja beim Alex bei Slotfun bestellt haben. Den Link kann ich euch gerne noch mal in die Videobeschreibung reinpacken und dafür habe ich mich entschieden, benutzen wir mal zwei Testfahrzeuge, weil die relativ oder sehr, sehr identisch sind von der Rundenzeit. Einmal unserem Rowe M6 und unseren Walkenhorst M6, den ihr glaube ich noch gar nicht offiziell kennt. Der kriegt gleich nämlich die Wackelschrauben verbaut. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Da kriege ich auch nichts für, aber ich habe da immer sehr viel Spaß mit und sehr viel Freude mit und ich finde es eine tolle Sache. Und zwar ist es hier das Jim Hunt Magazin. Dazu werde ich euch auch den Link reinstellen. Das ist nämlich ein ganz tolles Magazin, was einmal im Quartal rauskommt. Das bringt der liebe Jürgen Kellner raus und mit dem hatte ich schon geschrieben, ob ich das mal empfehlen darf. Und er sagte, gerne doch. Und weil ich mache das, weil ich auch wirklich Spaß daran habe, es zu lesen. Es ist ein sehr tolles Magazin. Es ist kein Printmagazin, sondern ein reines digitales Magazin, aber es ist wie eine Zeitschrift aufgebaut. Es gibt aktuell 60 Ausgaben, wie gesagt, kommt einmal im Quartal und es ist kostenlos. Also tut mir einen Gefallen, wenn ihr ein bisschen was für Slotcast über habt und echt tolle Berichte und schicke Fotos, guckt euch das bitte an. Den Link stelle ich euch auch rein, dass ihr euch dann mal die Zeitschriften angucken könnt. Jetzt haben wir hier, mal gucken, wie schnell mein Internet ist. Können wir mal gerade kurz den Download starten. Ich habe es nämlich nur auf dem Handy gehabt, noch nicht auf dem Tablet. Und naja, okay, es dauert noch. Da können wir vielleicht gleich einmal reinschalten. Oder ich cutte kurz das Video. A few moments later. So, weiter geht's. Download ist fertig. Ich glaube, ich muss den Repeater mal neu starten. So, jetzt habe ich hier eine Ausgabe offen. Jetzt sehen wir hier schon einen Bericht zu dem neuen 17K, der ja dieses Jahr bei Carrera erschienen sind. Hier über die DRM Classics, auch sehr schön. Ein langer Bericht mit echt klasse Fotos und der Jürgen macht das ganz toll. Hier noch der 320 Turbo Flachbau. Also ganz tolle Sachen. Auch immer mal ein bisschen Werbung zwischendurch von echt interessanten Sachen, wo ihr vielleicht eure Slotbar noch erweitern könnt. Und es sind halt nicht nur Carrera-Fahrzeuge drin, sondern auch andere Hersteller von Slotcars, was ich sehr, sehr schön finde. Da kann man nämlich auch mal einen Blick drauf werfen. Also eine ganz tolle Sache. So, was wollte ich noch ansprechen? Genau, es ist nämlich jetzt offiziell, welche Limited Edition Modelle dieses Jahr rauskommen. Im 124er Bereich ist es ein Fahrzeug, was wir schon aus dem 132er Bereich kennen, nämlich der Warsteiner M1. Der war ja 2021 das Limited Edition Modell für die digitale 132. Und ich muss sagen, ich finde es echt ein klasse Modell, aber ich glaube, es war so ein kleiner Ladenhüter, weil den hat man nachher echt hinterhergeschmissen gekriegt. Aber ich muss sagen, ich finde den vom Design immer noch echt toll und ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ich bin froh, dass ich den in der Sammlung habe. Und im 132er Bereich werden wir ein Fahrzeug kriegen, was wir schon aus dem 124er Bereich kennen. Denn es wird sein ein Porsche RSR Safety Car. Das wird dieses Jahr erscheinen. Soll so Richtung November kommen. Bin ich mal echt gespannt. Also das ist wieder ein Modell, doch da liebäugle ich sehr mit, weil ich mag die RSR-Modelle und ja, mich ärgert es ein bisschen, wo ich so mit unserer Bahn hier im Keller angefangen habe und mit dem Sammeln, dass ich da nicht dann früher zugeschlagen hatte bei den anderen RSR-Modellen, weil die sind leider so, sag ich mal, fast schon unbezahlbar geworden. Gerade der schwarz-gelbe, der silber-grüne
Grün Metallic von Proton Racing, dann noch der in Le Mans gestartet ist, der Schwarz-Weiß-Rote mit der 93 müsste es sein. Die werden echt teuer gehandelt. Die anderen kriegt man noch so, die haben wir ja auch eigentlich dann fast alle. Ja, aber hätte man eher anfangen müssen. Jedenfalls freue ich mich echt auf das Safety Car und wenn es dazu nähere Infos gibt, bin ich mal gespannt. Oder beziehungsweise gebe ich euch weiter. Ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit unseren Wackelschrauben. Ja, der Walkenhorst hat jetzt die Wackelschrauben eingebaut und der Rowe fährt noch mit den Standardschrauben. Ja, was ist eigentlich der Wackel? Oder im Slotcar-Jargon wird das öfters erwähnt, dass man einen Wackel verbaut hat. Die älteren Hasen wissen, was das ist. Aber ich glaube, Wackel ist auch kein offizielles Wort. Ich weiß nicht, ob es im Duden steht. Aber jeder alte Slotcar-Pionier weiß eigentlich, was ein Wackel ist. Es geht darum, dass die Karosserie mit dem Chassis nicht hundertprozentig fest verbunden ist. So wie jetzt hier unser Rowe, der noch die Standardschrauben drin hat. Der ist halt fest, ne? Also wenn man oben die Karosserie bewegt, bewegt sich unten auch das Chassis. Die Räder auch. So, und der M6 hier von Walkenhorst, der hat jetzt die Wackelschrauben eingebaut. Ich versuche sie euch hier gerade einmal zu zeigen. Geht's in die Hose? Ne, ich blende sie euch lieber ein. So, da sieht man, dass die Schraube im vorderen Bereich halt Gewinde hat, knapp bis zur Hälfte und danach glatt ist ohne Gewinde. Das hat jetzt diesen gewünschten Effekt, dass, wie man hier sieht, die Karosserie oben sich bewegen lässt und unten das Chassis noch schön auf der Bahn bleibt. Das hat den Effekt wie bei einem echten Auto, dass es sozusagen das Einfedern und Ausfedern simuliert. Es soll ein verbessertes Fahrverhalten bringen, soll auch schnellere Rundenzeiten bringen. Ob es bei uns jetzt was so auf Anhieb bringt, bin ich mal gespannt, weil ich habe schon gemerkt, die Karosserie, also wenn man jetzt ein bisschen schüttelt, merkt, sieht man auch, da wackelt sie, aber weil gerade hier im hinteren Bereich das noch alles sehr stramm sitzt, müsste man, glaube ich, auch noch was freischleifen, um wirklich ein viel, viel besseres Ergebnis zu erzielen. Da habe ich jetzt aber heute keine Zeit zu, deshalb werden wir gleich mal gucken, was das so bringt und ob ich zu doof dafür bin oder nicht, aber wir schauen mal. So, wir werden jetzt gleich ein paar Ründchen erstmal mit dem Rowe fahren und dann zum Vergleich mit dem Walkenhorst hinterher. So, ich habe eben ein paar Einführungsrunden gedreht und habe dann nochmal ein neues freies Training gestartet für den Test. Was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, der Rowe hatte Slot Invasion PU-Reifen drauf. Die habe ich nach den Runden, die ich mit ihm gefahren bin, abgezogen und auf den Walkenhorst gepackt, damit das so gleiche Bedingungen sind. Tatsächlich haben wir jetzt bei dem Walkenhorst BMW eine schnellere Rundenzeit von ja, fast 4 Zehntel Unterschied. Also der hat eine 8,476 und der Rowe eine 8,859. Kann jetzt Zufall sein, dass es so ein großer Unterschied ist. Vielleicht hat der Wackel es auch ein bisschen gebracht. Ich glaube, wenn ich die Karosserie unten drunter noch ein bisschen bearbeitet hätte, wäre das Ergebnis vielleicht sogar noch ein bisschen krasser gewesen. Aber so war schon ein Unterschied zu spüren. Entweder habe ich es mir eingebildet oder das ist auch so ein Placebo-Effekt. Beide Fahrzeuge sind magnetlos gefahren und ich hatte das Gefühl, dass der Walkenhorst schöner durch die Kurven fährt. Also
jetzt der M6, der die Wackelschrauben verbaut hat, dass es angenehmer war zu fahren. Habe ich mir vielleicht auch nur eingebildet oder, wie ich eben schon sagte, ein Placebo-Effekt, aber ich fand es schöner zu fahren. Die Wackelschrauben kosten nicht viel. Ich glaube, die lagen bei 5 Euro. Da ist der Schraubendreher mit drin und 20 Schrauben. Also habt ihr da Schrauben für 5 Autos. Und ja, wer Bock hat, kann es gerne mal probieren. Ja, das war es jetzt auch schon wieder von unserem Test. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt ja vielleicht eure Erfahrungsberichte, falls ihr Wackelschrauben nutzt, auch mal drunter schreiben. Ja, demnächst kommen ein paar neue Modelle, worauf ich mich echt freue. Der Porsche RSR, der dunkelgrüne von Proton Competition, sollte ja im August kommen, kommt jetzt wohl doch im September. Also auf den warte ich echt dolle. Ja, dann bin ich mal auf die Mercedes AMG GT3 gespannt, ob das wirklich ein Facelift, also ein Evo 2 Modell ist oder nicht, wie groß da die Unterschiede sind. Das werden wir uns auch noch angucken. Dann habe ich geplant, weil der Wunsch auch mal aufkam, dass wir Smart Race noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das möchte ich gerne machen. Ja, ich muss mich jetzt auch noch mal dahinter setzen bei Slot R wegen dem Regler. Ob das jetzt bei denen alles fertig ist durch die Endabnahme, dass wir da was starten können, weil das ist eine echt tolle, interessante Sache. Das ist noch so geplant. Und ja, was ich glaube ich noch mal machen werde, das werden so die alten Zuschauer oder die, die tief in der Materie drin sind, vielleicht nicht so interessant finden, aber noch mal ein Video über den Unterschied zwischen einer Evolution-Bahn und einer Digitalbahn, weil da öfters doch nochmal Fragen aufkamen und ich sag mal jetzt vielleicht vor Weihnachten, das vielleicht nochmal ein Ratgeber sein kann für den einen oder anderen, weil ich tatsächlich merke, dass so gerade nach Weihnachten die Klickzahlen von den Videos mit zum Beispiel der Control Unit Programmieren oder Tuning, dass diese Klickzahlen doch echt in die Höhe schießen. Und ich hatte ja mal ein Video gemacht über den Vergleich zwischen einer digitalen 132 und einer Go, so eine Art kleine Kaufempfehlung. Und das Video geht doch zum Herbst hin auch immer stärker. Ich denke mal, dass sich da das ein oder andere Elternteil immer mal schon ein bisschen informiert für Weihnachten. Aber deshalb habe ich gedacht, mache ich da auch noch mal einen Unterschied zwischen Evolution, digital. Was kann man nutzen, was kann man nicht nutzen, weil man ja doch einen sehr großen Teil der Schienen komplett nutzen kann und auch noch ältere Schienen, also die Evolution-Schienen, die gab es ja schon, ach Asbach, ich glaube Richtung 80er ging das ja, die man noch benutzen kann, ne? Worauf man da vielleicht achten sollte, das würde ich gerne noch machen. Ja, und wie gesagt, und die paar neuen Modelle, die so bald kommen, ne? Ach, der Audi TT kommt auch noch, nicht TT, der R8 Evo 2. Bin ich auch gespannt. Der Lancia kommt noch. Der kommt auch noch im Oktober. Die Buddies kommen noch im Oktober. Also das wird wieder, kommt noch was. Freut euch drauf. Ja, dann würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald. Und dann auch hoffentlich wieder mal mit dem Kleinen. Tschüss, macht's gut.